Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nordkorea droht USA mit Angriff auf Pazifikinsel Guam. Das kommunistische Regime prüfe den Einsatz von Mittelstreckenraketen. Zuvor hatte US-Präsident Trump eine scharfe Reaktion auf weitere Provokationen Nordkoreas angekündigt. Erdbeben im Südwesten Chinas. Dabei kamen mindestens 13 Menschen ums Leben. Mehr als 170 wurden verletzt, unter ihnen auch zwei ausländische Touristen. Das Beben hatte die Stärke 7,0. Erkenntnisse zum Absturz des Bundeswehrhubschraubers in Mali. Laut Verteidigungsministerium hat der Helikopter während eines Sinkflugs die Rotorblätter verloren. Bei dem Absturz Ende Juli waren zwei Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Präsidentenwahl in Kenia. Amtsinhaber Kenyatta liegt klar in Führung. Bislang wurden 85% der Stimmen ausgezählt. Herausforderer Odinga spricht von Betrug. Kenyatta hatte angekündigt, das Ergebnis zu akzeptieren. Real Madrid gewinnt europäischen Fußball-Supercup. Der Champions-League-Sieger schlug Europa-League-Gewinner Manchester United mit 2:1. Für Real ist es bereits der vierte Titelgewinn. Das Wetter am Vormittag von Bayern bis nach Sachsen und Brandenburg gebietsweise Regen, sonst eine freundliche Mischung aus Sonne und Wolken mit einzelnen Schauern im Westen. Höchstwerte 18 bis 27 Grad.